Ich habe einen Insektenhammer gebaut. Und das Geile ist, wenn wir uns mal die Statistik angucken von dem Hammer, eine sehr extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel K.O. geschlagen wird. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded im neuen August-Update. Jetzt mal wieder eine Folge zum August-Update. Ich weiß, es ging in letzter Zeit auf YouTube, wie gesagt, ein bisschen drunter und drüber mit der Reihenfolge der Folgen. In der Playlist werde ich dann die Folgen wahrscheinlich wieder in die richtige Reihenfolge versetzen. Das ist leider momentan ein bisschen schwierig, weil wir vor dem Update sehr viel aufgenommen haben und jetzt während des Updates natürlich auch sehr viel machen. Das heißt, ja, da gibt es sehr viel Material, was jetzt noch gezeigt werden kann. Auch von den Folgen, wo wir noch kein Update hatten. Jetzt haben wir immer noch die Mission, endlich die beiden Stufe 2 Werkzeuge zu machen. Nämlich die Insektenaxt und den Insektenhammer. Das ist ganz wichtig. Wir müssen dazu nochmal den Stinkbug töten. Ich brauche dazu auf jeden Fall noch ein paar Smoothies, würde ich sagen. Und ich muss mich nochmal ein bisschen nach was zu essen, um was zu essen kümmern. Ich werde jetzt einfach mal dieses kleine Vieh da erschießen. Genau, das fällt dann runter. Und dann kann ich mir das schon mal direkt braten. Und den Pfeil nehme ich mir auch wieder mit. Wirst du wohl hier... Was, wie Inventory Fool? Nein, sag jetzt nicht, ich habe das Fleisch nicht aufgenommen. Ah, Mann, das Inventar ist einfach zu klein. Ah, nee, okay, nee. Ach so, das übrigens hier ist ganz witzig. Dieses Spoiled Meat, das ist vom Wasserfloh. Wir haben mal spaßenshalber einen Wasserfloh getötet. Diesen Slimer, der durchs Wasser schwimmt, ja. Aber das funktioniert, also es funktioniert, ihn zu töten. Das Problem ist, man kann ihn nicht benutzen. Also das Fleisch von ihm kann man nicht benutzen. Man kann es weder analysieren noch braten. Es kann einfach nur vergammeln. Mehr kann es eigentlich nicht. Ja, Brot kann schimmeln, genau wie das Fleisch vom Wasserfloh. Genau. Das ist das Einzige, was man damit machen kann. Man kann zugucken, wie es vergammelt. Wird bestimmt aber auch noch verbessert und noch ergänzt in Zukunft, weil das Symbol ist auch noch nicht korrekt. Das ist auch noch so ein Platzhalter-Symbol. Deswegen, da müssen wir nicht jetzt groß uns drum kümmern. Das wird wohl noch nachgereicht, vermute ich mal ganz stark. So, jetzt habe ich mir die Blattlaus reingedrückt und dann geht's los. Ich werde jetzt gleich einmal ein paar Smoothies noch herstellen. Smoothies, Smoothies. Weil... Mit Smoothies kann ich mich im Kampf heilen. Und wir haben schon beim letzten Mal wieder, wo wir es versucht haben, den Stinkbug nochmal zu töten, festgestellt, Heilung ist gar nicht so schlecht. Wir haben auch schon festgestellt, ich weiß gar nicht, ob das noch in der Folge drin war oder nicht, aber ich habe tatsächlich ein Rezept genannt bekommen. Es ist nämlich tatsächlich möglich, mit der Smoothie-Maschine auch gezielt bestimmte Rezepte umzusetzen. Man kann nämlich zum Beispiel... Hier die Fibers, die Plant Fibers, die Sprösslinge und ich glaube noch irgendwas kann man in die Smoothie-Maschine reinmachen. Ich muss jetzt nochmal gucken. Alles, was grün war, war es am Ende. Moment, also auf jeden Fall das, das und genau, man kann, wenn man das Rezept einmal richtig gecraftet hat, hier bei W die Rezepte sich nochmal angucken. Green Machine, genau. Das ist der, den ich gemacht habe. Ich weiß nur gerade nicht... Ich kann es nicht selekten, keine Ahnung. Zeigt er mir jetzt nichts an irgendwie? Select from an array of known recipes. Ja. Okay. genau. Was war, was hat denn jetzt noch gefehlt hier? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas hatte hier jetzt noch gefehlt. Eine Zutat. War es das? Ich glaube nicht, das war es nicht. Es war irgendwas, es war irgendeine Standardzutat. Schmusis, genau. Ich weiß nicht mehr, ah, was hat denn da jetzt noch gefehlt? War es trockenes Gras? Nee, trockenes Gras war es nicht. Das ist ja nicht grün. Was ist noch grün, um einfach zu bekommen? Ich weiß es nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, Kleeblätter, genau. Mann, Kleeblätter hat gerade einer geschrieben hier. Warte mal, hab ich, genau, hier, haha. Habe die Hube, die habe da, Papa. Hier, jetzt pass auf. Craft. Jetzt haben wir hier den grünen gemacht. Den grünen Smoothie. Und der sorgt dafür, dass wir... Warte mal, habe ich hier noch Futz? Habe ich hier noch den weißen Futz? Nee, habe ich nicht. Der sorgt dafür, dass wir mehr Stamina regenerieren tatsächlich.
Ich mache jetzt hier mal aus dem Futz, mache ich jetzt mal noch mehr Grünes, also noch mehr Heilsmoothies, ja. Und aus dem Zeug. Ist auch ganz gut, um das Inventar wieder ein bisschen freizukriegen. So, jetzt haben wir nochmal Smoothies hergestellt. Dann kann es jetzt losgehen. Auf zum Stinkbug. Wir müssen den Stinkbug töten. Ganz wichtig, wir brauchen die Teile von dem. Hoffentlich gibt er uns auch die Teile, wenn wir ihn getötet haben. Wir können natürlich dafür auch einfach mal zum Ameisenhügel rüberlaufen. Denn da gibt es ja auch Stinkbugs und das ist ein bisschen näher. Da müssen wir nicht so weit laufen. Der Ameisenhügel ist nämlich auch markiert. Übrigens, ich habe rausgekriegt, mit Y kann man die Marker ein- und ausblenden. Das ist vielleicht auch ganz praktisch, wenn man mal einen Screenshot machen will. Ich frage mich, ob es einen Screenshot-Modus gibt, wo man wirklich auch das ganze Inventar halt ausblenden kann. Also wirklich die ganze, das ganze Overlay halt. Habe ich noch nicht gefunden. Gibt es auch bei den Keybindings nicht. Ist wahrscheinlich eine Funktion, die noch nicht unterstützt wird. Zumindest nicht, wenn man die normale Version spielt. Es gibt auch jetzt die Möglichkeit, irgendwie mit einem Game Editor, mit so einem Unreal Game Editor, das Spiel ja quasi, ja, wie soll man das sagen, so nochmal so eine erweiterte Version zu unlocken. Da hat man dann noch mehr Work in Progress Inhalt in Form von ja, neuen Insekten und so, die es noch nicht so offiziell drin gibt, die aber schon so ausprobiert werden von den Entwicklern. Und man hat dann auch, ja, so Tools wie in Spectator-Modus. Also man kann dann in so eine Freecam gehen und so. Habe ich schon überlegt, ob ich das vielleicht einfach mal freischalte. Weil wir da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten haben zur Erkundung. So, hier gab es auch Stinkbugs. Jetzt muss ich mal gucken, wo sie sind. Aber hier gibt es auf jeden Fall einen Weevil, der wird gleich wieder überfallen. Da sind sie, da sind sie, da sind sie. Warte mal, ich versuche den einen mal vielleicht anzulocken. Hier müssen wir nur immer ein bisschen aufpassen. Da kommt er. Ja, komm her. Los. Ja, lauf. Meine Stamina ist kaputt. Okay, er pupst, er pupst, er pupst. Wir müssen ihn einfach nur von seiner Pupse weglocken. Oh Gott. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Schnell, schnell Smoothie nehmen. Ich muss auch immer die Akro behalten, das ist ganz wichtig. Hey, warte mal, das ist gut hier. Oh, er pupst, er pupst, er pupst. Ich darf die Akro nicht verlieren, das ist ganz wichtig. Schlag! Oh, er ist K.O. Aua. Oh, schnell heilen, heilen, heilen. 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 Ja, jetzt pupst er wieder. Oh Gott. Vielleicht wäre es auch schlau, die Gasmaske zu benutzen eher. Mann, scheiße, wieso treffe ich ihn denn nicht? Weißt du, er trifft mich, das ist voll unfair. Mann, lauf doch, verdammt. Warum rennt er denn noch nicht? Er rennt immer nicht. Schnell hochheilen, 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 hochheilen. Mach doch. Schlag! Ah, weg, weg, weg. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Stirb. Mann, Kacke, schlag doch. Er schlägt immer nicht, wenn ich drücke. Es regt mich so auf. Oh Gott. Nein, nein. Ach, scheiße. Na egal, muss ich jetzt nochmal versuchen. Muss ich wieder mit einer... Das Schlimme ist halt, er heilt sich dann immer. Er bleibt ja nicht kaputt, wenn er die Akro verliert. Das ist ja das Ätzende da dran. Vielleicht, weißt du was, ich nehme einfach, ich weiß, was ich mache. Ich nehme einfach den Bogen und laufe einfach rückwärts. Also irgendwie muss ich Abstand halten zu dem. Der schlägt einfach zu krass zu. Wenn der mich schubst, dann verliere ich ja gleich hier ein Drittel oder ein Viertel Leben jedes Mal. Das ist ja ätzend. Der muss ja nur viermal hauen, dann bin ich ja schon tot. Spielberg verliert nie seine Akro. Ja, ich verliere nie meine Akro. Vor allem, wenn ich sterbe wegen Angriffen, die nicht ausgelöst werden. Dann verliere ich meine Akro nicht, dann behalte ich meine Akro. Die ganze Zeit über behalte ich meine Akro. Ah! Dann aggressiv. Aggressiv werde ich da. Aggressiv. Aggressiv. Nur die Ruhe bewahren. Ja, von wegen. Wir haben das auch vor allem schon mal geschafft. Die haben den, glaube ich, stärker gemacht. Ey, er steht hier noch. Wir hatten das doch schon mal so gut hingekriegt.
Beim ersten Mal, wo wir den angegriffen haben, beim zweiten Mal, wo wir ihn angegriffen haben, haben wir es so gut geschafft. Da hat das so gut geklappt, da hat es so gut funktioniert. Weißt du was, ich lock den jetzt einfach. Ich lock den jetzt einfach mal spaßenshalber hier in die Schlucht rein nochmal. Hö, was ist denn das hier? Ist das Weevil? Das ist Weevil. Okay, ich habe einfach mal nochmal einen Weevil genommen. Wie viele Pfeile habe ich denn? Na, guck mal. Ich hole mir jetzt einen von denen einfach ran. So, komm her. Und dann lasse ich den einfach mal hier hängen jetzt. Und dann gucken wir mal, ob es vielleicht geht, wenn er hier so festhängt. Okay, er findet nicht mal den Weg. Sehr gut. Achso, nee, er hängt da unten fest. Das ist auch gut. Warte. Oh, Kacke. Du solltest festhängen, du Idiot. Okay, warte. Hier hat das doch ganz gut funktioniert. Ja, nun komm her halt. Oh. Ich werd wahnsinnig. Ich muss mal Cola trinken hier. Nein. Trinken sollst du. Mit Rechtsklick. Ah. Komm her. Hässliches Mistvieh. Ja, Kongo de Bongo de Hongo. Kongo Bongo. Ja, nun weich nicht aus, Mann. Hat er da, kriegt der auch Schaden? Ja, komm her, los. Das ist gut. Ja, bleib so, genau. Exzellent. Ausgezeichnet. Ach, die scheiß Stamina. Also ganz ehrlich, die Stamina regt mich mit am meisten auf. Oh nein, kommt der andere jetzt auch hierher? Der soll mal wegbleiben da, der andere. Was macht der da? Er legt sich einfach hin. Er guckt einfach zu, der andere Stinkbug. Herrlich. Der interessiert sich dafür gar nicht. Stirb! Gott, damit, stirb einfach! Krepier! Das ist genau richtig gerade hier, was hier passiert. Hoffentlich kommt jetzt nicht irgendwas hier dazwischen und macht mir jetzt hier den Wind kaputt. Oh, das ist gleich. Ich hab's gleich, ich hab's gleich! Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich! Komm! Zieh! Gleich ist er platt! Mal schnell Stamina ringen. Oh, einmal noch, einmal noch! Ja! Haha! Nice! Komm her, du kleiner Stinker, du! Ja, man muss auch mal ausrasten, dann geht das nämlich direkt, weißt du? Jetzt muss ich hier noch meine Pfeile mitnehmen, meine Pfeile. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Stinkbug-Teile. Wie viel haben wir denn jetzt bekommen? Ach, guck mal, das hat jetzt ein neues Symbol. Hey, das können wir nochmal analysieren! Stinkbug-Gassack, Stufe 2. Das ist neu. Und drei Teile haben wir bekommen, sehr gut. Gleich zur Analysestation rüber. Schnell zur Analysestation. Meine lieben Freunde, auf zur Analyse. Und dann stopfen wir das mal ganz schwungvoll in die Analysestation. Und guck mal, was dabei rauskommt. Wo ist eigentlich die nächste Analysestation? Die ist hier. Field Station. Da muss ich ein bisschen da lang laufen. Keine Rüstung an. Oh. Ah, guter Hinweis. Habe ich gar nicht gemerkt. Stimmt, der nimmt das ja nicht automatisch wieder in die richtigen Slots, wenn er gestorben ist. Das finde ich auch ein bisschen, naja, nicht so geil. Tatsächlich. Das sollte er automatisch wieder anziehen, finde ich, wenn man das aufhebt. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hey, warte mal, bin ich vorbeigelaufen? Ich bin die falsche Richtung gelaufen. Ich muss da lang. Genau. Ja, dann können wir jetzt mal dann den Hammer machen tatsächlich. Und dann können wir nämlich da diese Minzdinger da mal kaputt schlagen. Das wurde ja schon mehrfach jetzt gesagt, dass ich das mal machen soll. Also, wir können analysieren die Stinkbug-Drüse. Jawohl. Hä, Gasmaske und sonst nichts? Okay. Na gut, vielleicht habe ich jetzt eine alternative Gasmaske freigeschaltet. Keine Ahnung, aber den Blueprint hatte ich schon eigentlich. Ja, immerhin, dann habe ich wenigstens Raw Science bekommen. Ich habe aber auch ehrlich gesagt lange keine Spinne mehr so rumstreunern sehen irgendwie. Ich nehme mal hier die Pilze mit. Muss ja was essen auch. Was höre ich? Ach, hier. Läuse! Ah! Kong bada bang bada hanga, wanga, hanga. Lauf! Renn! Flieg! Ah, nicht die! Schnell weg, schnell weg. Mit denen will ich jetzt hier erst recht nichts zu tun haben. Ach, haut doch ab. Lasst mich doch in Ruhe. Ich will doch nur schnell den Hammer craften. Hä, warum ist hier ein Pink-Träckchen? Ich bin, glaube ich... Moment, ich bin falsch gelaufen, glaube ich. Ja, scheiße. Ich bin richtig hart falsch gelaufen. Ich muss da lang.
Ich habe mich richtig verirrt gerade. Ich renne schon wieder sonst wo rum. Nicht da, wo ich hin will, sondern da, wo ich irgendwo falsch laufe. Schnell weg. Oh, den müssen wir auch noch töten nochmal, den Bombardierkäfer. Der hat ja Bombardierkäferteile und die brauchen wir dann für, also neben den Marienkäferteilen, für die Axt. Das heißt, wir brauchen ja beides. Wir brauchen ja die Axt für Materialbeschaffung, Baumaterial, und wir brauchen den Hammer für neue Materialien, die wir sonst nicht bekommen. Also, halt, nochmal gucken hier. Stinkbackteile. Wo sind sie denn? Hatte ich die nicht hier reingepackt? Oder habe ich die hier reingepackt? Hier sind sie. 5. Und Weevil. Warte mal, wir müssen erstmal Weevil kochen. Sonst vergammelt der nämlich. Ich will ja nicht, dass der vergammelt. Und außerdem muss ich eh essen. Ganz wichtig, das ist ja immer noch Survival hier, ja? Meine lieben Freunde. Wir wollen nicht vergessen, dass das immer noch Survival ist. Ist da gerade was draußen vom Fenster rumgelaufen? Ich hoffe nicht. Essen! Hom nom nom! Und hier den Pilz können wir uns auch gleich noch reindrücken. So, jetzt aber hier. Stinkbackteile. Ach ja, genau. Berry Leather. Berry Leather haben wir. Und was war das andere jetzt hier? Das hier. Boiling Gland. Dann machen wir das. Craft. Yes! Ich habe einen Insektenhammer gebaut. Und das Geile ist, wenn wir uns mal die Statistik angucken, da wurde ich auch gerade schon drauf hingewiesen von dem Hammer. Der hat einen sehr hohen Damage-Wert, aber eine sehr extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel K.O. geschlagen wird. Das heißt, ich muss sehr wahrscheinlich nur einmal draufhauen, dann ist das Ziel möglicherweise schon K.O. Das könnte eine gute Waffe sein, um erst den Gegner K.O. zu schlagen und dann mit einer anderen Waffe, die vielleicht ein bisschen mehr Schaden macht und ein bisschen schneller ist, dann den Gegner zu töten. Zum Beispiel bei Marienkäfer könnte das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee sein. Müssen wir mal schauen. So, jetzt werde ich erstmal ein paar Sachen nochmal weglegen hier. Wir haben jetzt ja hier diesen Gassack, den lege ich jetzt mal hier rein. Weil ich habe zu viel Stuff dabei gerade. So, wir brauchen jetzt wieder für die Axt, ja genau, den Marienkäferkopf. Das kann ich ja an sich gleich mal probieren. Und Bombardierkäfer brauchen wir auch. Wir probieren jetzt mal einen Marienkäfer anzugreifen, indem ich da mit dem Insektenhammer jetzt vorgehe. Oder nee, halt. Wir gehen erstmal noch schnell, bevor wir das machen, gehen wir noch mal schnell zu der Minzkiste und hauen da mal ein bisschen drauf. Mich interessiert das nämlich mal. Mich interessiert es nämlich mal brennend, ob wir das jetzt dann auch analysieren können und so. Auf zur Minzkiste! Kannst du auf das Gras klettern? Ja, das geht an einigen Stellen tatsächlich. Man kann sich über das Gras bewegen. Ist allerdings... Habe ich da gerade was fauchen gehört? Ist allerdings etwas schwieriger so vom Navigieren her. Da muss man sehr, sehr genau gucken, wie man springt und so. Aber es ist natürlich auch sicherer, ne? Weil oben... Also noch ist es sicherer, sagen wir es mal so. Wir formulieren mal, in der jetzigen Version des Spiels ist es sicherer, weil die meisten gefährlichen Tiere am Boden sich befinden. Und momentan gibt es noch keine gefährlichen Tiere in der Luft. Das wird sich aber bald ändern. Es wird Moskitos geben. Und ich gehe mal schwer von aus, sowas wie Wespen und andere gefährliche fliegende Tiere wird es auch geben noch. Also da ist noch lange nicht gesagt, dass man in der Luft sicher ist. Und Vögel gibt es ja auch schon. Die scheinen aber noch nicht einen anzugreifen. Was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich es vergessen. Ach ja, genau, die Minzkiste. Genau, die scheinen einen aber noch nicht zu fressen. Die nehmen einen noch nicht wahr. Aber ob das auch so bleibt, ist natürlich so eine Frage, ne? So, dann wollen wir mal hier uns Zugang verschaffen. Jetzt kann ich das nämlich zerschlagen. Jawoll! Hau die Minze kaputt! Alter, wie lange? Wie lange muss er da draufhauen? Los, geh kaputt! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Hau ich richtig zu? Warte mal. Trifft er überhaupt? Muss doch mal irgendwie mal einen Riss kriegen oder so.
Bienen wird es bestimmt auch geben. Genau, es gibt eine Bienenrüstung aktuell schon. Also zumindest eine verrottete Bienenrüstung. Die wir ja schon im Ameisenhügel gefunden haben. Das heißt, Bienen wird es auch geben und sicherlich auch einen Bienenstock, wo man rein kann. Da gehe ich auf jeden Fall von aus. Musst mehr zur Muckibude, damit das Ding kaputt geht. Ja, ich glaub's auch. Ja, aber ich meine, guckt euch doch mal an, wie ich aussehe hier. Ich bin nun mal nicht Arnold Schwarzenegger. Was soll ich denn machen? So, es ist halt... Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber ich versteh's gerade nicht. Ist das so gewollt, dass man da so lange drauf reinhaut, oder? Es kommt mir irgendwie kaputt vor, ehrlich gesagt. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran. Ah, jetzt hat. Ich glaube, jetzt ist es richtig. Jetzt höre ich ein Geräusch. Ja, jetzt halt. Ja, das ist aber auch eine komische Feedback, komischer Feedback-Sound gewesen. Also, naja. Ich komme irgendwie nicht rein. Achso, die kann ich nochmal zerhauen. Jetzt bin ich drin. Das war ja einfach. Die Stücken sind irgendwie rausgefallen gerade. Habe ich es jetzt bekommen oder ist es zerstört? Aber da draußen sind die Minzen. Seine Minsenweisheit. Ah, man kommt hier nicht richtig durch. Oh Gott. Da bleibe ich irgendwann nochmal kritisch stecken wahrscheinlich. Ich habe Minze bekommen. Minzbröckchen. Juhu. Noch irgendwo was? Das rutscht irgendwie durch die Glasschicht da durch. Keine Ahnung. Das hat irgendwie eine schlechte Kollisionsabfrage. Auf jeden Fall haben wir es jetzt. Dann analysieren wir das doch gleich mal, würde ich sagen. Und da sollte ich irgendwie was ganz Krasses draus machen können? Wurde irgendwie gesagt? Bin gespannt, was wir da jetzt für Rezepte bekommen. Okay. Ich kann es nicht analysieren. Invalid Object, okay. Ich kann es, kann ich es essen? Edible. Okay. Kann ich da jetzt wirklich was draus machen? Oder kann ich da jetzt... Müssen wir mal gucken jetzt. Ich habe ja hier eine Werkbank direkt nebenan. Interessiert mich jetzt mal. Was kann ich denn damit jetzt machen? Bärchen ist schon wieder mutiert. Echt? Bin ich mutiert? Das habe ich gar nicht gesehen. Dann, warte mal. Man kann ja hier diesen Reiter aufmachen. Ah ja, tatsächlich. Fresh Defense. A plume of mint dust envelops you and sends a cool wave rippling through your skin. Cells activate a freshness layer to combat the sting of all that stings and burns. Moment! Das heißt, ich übersetze es mal grob, das heißt, diese Minze, wenn ich die esse, formt eine Hülle der frischen Luft um mich rum. Ja, ich bin dann frisch und das hält dann Stinkbug-Ausscheidungen ab. Das ist quasi ein Buff, den ich habe dann, der mir dann es ermöglicht, durch Gift und schlechte Luft durchzukommen. Das ist cool! Hätte ich das mal vorher gehabt, als ich gegen den Stinkbug gekämpft habe. Aber gut zu wissen, dass es das gibt. Mint Mallet. Boah, das müssen wir mal machen. Ein riesiger Hammer aus Minze. Das brauchen wir. Okay, Spinnenweben haben wir noch. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, wie viel. Flower Petals haben wir, glaube ich, 4 Stück. Da ist es aber relativ leicht, noch welche zu bekommen, glaube ich. Das müssen wir machen, das Ding. Das müssen wir machen. Das müssen wir machen, das müssen wir machen. Warte mal, kann ich gleich mal gucken. Haben wir hier schon was von den Sachen, die wir dafür brauchen? Nee. Und nee. Nee und nee. Gut. Dann muss ich mal in die andere Base. Wie spät ist es denn? Kann man schon schlafen? Nee, kann man noch nicht. Ah, das ist geil, das ist geil. Da habe ich ja doch ein neues Rezept bekommen. Manchmal ist das echt merkwürdig. Manche Rezepte kriegt man durchs Analysieren, manche kriegt man einfach so. Das ist sehr seltsam hier. Ich kann euch sagen. Warte mal, wo muss ich hin? Okay, ich laufe richtig, alles gut. Es ist der Wahnsinn. Und Sir Waschbär hat auf Stufe 1 abonniert. 19 Monate schon. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke sehr, Sir Waschbär. Das ist toll. So, schnell, 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 schnell. Ich habe auf jeden Fall Flower Petals. Ich meine aber, wir hatten nur 4. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Wir hatten ein paar mitgenommen, zwischendurch immer mal und eingelagert. Hätte ich natürlich gewusst, dass ich so viele brauche, hätte ich natürlich mehr mitgenommen. Aber naja. Oh, schade, kein Wasser da. Gehen wir mal rein. Also, wir haben 4 Flower Petals. War hier drüben noch eins drin irgendwo? Huch.
Nee, hier nicht. Okay. Dann. Aber Spinnenweben haben wir so viel, wie wir brauchen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Warte, wir brauchen. Ach, 9. Scheiße, mir fehlt eine. Aber das ist egal. Wir müssen ja nur so ein Netz kaputt schlagen und dann kriegen wir ja Spinnenweben. Oder wir töten so eine kleine Spinne. Ich glaube, diese kleinen Babyspinnen, die geben auch Spiderwebs. Gut, nice. Ja, dann holen wir mal noch ein paar Flower Petals, würde ich sagen. Mint Chunks habe ich jetzt ja genug. Die packe ich jetzt auch mal, damit ich sie nicht verbrauche. Packe ich die mir jetzt hier mal in den Schrank rein. Na, so. Damit ich die jetzt nicht aus Versehen esse, weil die haben genauso viel, wie wir brauchen für das Gerät. Genau. Das können wir auch wieder wegpacken. Das brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Ja, und dann ist, wie gesagt, noch der Plan mit dem Mariechenkäfer am Start. Okay, in 37 Minuten. Quatsch. 37 Minuten. Ich kann gleich schlafen. Ich kann gleich schlafen. Und Ketsumi hat 100 Bits gecheert. Vielen lieben Dank. Genau, das Ganze ist natürlich auch ein Livestream auf Twitch. Wenn ihr euch fragt, wie ich auf Twitch scheiße ich genauso wie auf YouTube. Deswegen bin ich sehr leicht zu finden da. Und ich glaube, auf meinem YouTube-Kanal gibt es tatsächlich auch einen Link. Zumindest in der Videobeschreibung, wie man zu meinem Twitch-Kanal kommt. Für alle, die sich immer fragen, wann und wo sieht man denn die Livestreams? Immer nachmittags. Fast immer nachmittags. Auf Twitch. Habe ich gehört. Man munkelt, es wäre so. So. Gleich kann ich schlafen. Jetzt kann ich schlafen. Und dann würde ich sagen, gleich mal trinken. Ich hoffe, es gibt... Ja, sehr gut. Es gibt Trinken. Und dann ziehe ich mir mal hier gleich noch den Nektar rein. Dann habe ich auch gleich mehr Platz. Sehr nice. Ich würde nur gerne noch irgendwie was Gehaltvolleres zu mir nehmen. Ich habe aber gerade nichts Gehaltvolleres. Da. Okay, warte mal. Hier hinten ist ja Spinnengebiet. Und hier gab es auch immer mal eine kleine Babyspinne. Wir brauchen nur ein einziges neues, nur weiteres Spinnennetz noch. Vielleicht kann ich die kleine Babyspinne ja rauslocken. Die Mama möchte ich gerne nicht rauslocken. Das würde ich gerne vermeiden. Da sind die blöden kleinen Wanzen. Ich traue mich halt nicht da unten rein. Aus Erfahrung. Ich möchte ungern da rein. Aber ich glaube, ich muss. Da ist eine kleine Babyspinne. Warte. Hä? Warte. Ja, Spiderling, komm her, komm her. Ich dachte gerade, die große kommt. Na, komm her! Blödes Vieh. Scheiße, sie hängt fest. Was? Ist das die kleine Spinne jetzt gewesen? Ich hoffe, es ist die kleine. Man hört nämlich die großen Spinnen immer nicht, wenn sie auf einen zukommen. Das ist das Problem. Ah, jetzt kommt sie, ja. Komm her, komm her, komm her. Na, hier bin ich. Blindfisch. Sehr gut. Das Fauchen klingt wie eine große Spinne immer, aber das ist nur die kleine gewesen. Ich habe Spinnennetze bekommen. Ah, ich häng fest. Schnell weg, ich war's nicht. Die Pfeile da, die kann sie behalten. Die will ich nicht mehr haben. Die Pfeile. Alles gut. Ah, ich hänge überall. Ah, warum hänge ich denn überall? Warum hänge ich denn? Ich will nicht hängen, ich will nicht hängen. Hängen, da, ach nee, Moment. Hier. Guck mal, wie clever das jetzt war hier. Jetzt haben wir genau das, was wir brauchen. So, jetzt. Was fehlt dir jetzt noch? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ach ja, Flower Petals. Wir müssen Blumen finden. Das sind diese Rosen. Warte mal, das war beim großen Teich. Ach Gott, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, es ist schon eine Spinne. Alles gut. Hong bada hong bada bongo, konga bongo. Ist das? Spoiled Meat, ja, nee. Ja, nun. Steig mich hier nicht. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Was? Überall Wanzen hier. Sie sind überall. Bugs. Bugs. Ein ganzer Haufen von denen. Was? Waren das? Ach, das sind die Larven. Oh Gott. Dieses Geräusch immer. Das ist ein bisschen übertrieben, ey. Dieses Larvengeräusch, wenn die sich durch den Boden graben. Da denkst du mal hier, sonst was bricht über dich herein.
So, hier müssen wir jetzt echt aufpassen. Die Spinnen laufen hier häufiger jetzt rum. Und die können jetzt auch die Stämme hochklettern. Die können besser navigieren jetzt. Es ist gefährlicher geworden jetzt hier. Man kann sich nicht mehr sicher sein, wenn man hier oben steht, dass die Spinne nicht rankommt. Die kann durchaus auch hier hochkommen. Ja, Pech hat. So, da hinten sind die Rosen. Da müssen wir hin, zu den Rosen. Wir brauchen die Blütenblätter. Tja, der Marienkäfer rastet aus. Hat er wieder was gesehen? Hä? Warum haut er... Okay, er will an die Blattlaus da oben ran. Sehr nice. So, hier sind Blütenblätter. Wir brauchen 8 Stück insgesamt. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar mehr mit. Da ist eine hässliche Spinne. Nice. Genial. So, warte mal. Ich nehme gleich noch ein bisschen was zu essen mit. Das ist Blütennektar jetzt hier. Tolle Sache. Kann ich gleich mal wieder was reinziehen eigentlich? Rein damit! Ich wette, meine lieben Freunde, es wird irgendwann bestimmt so sein, wenn dann Bienen im Spiel sind. Und das deutet ja einiges darauf hin, dass das passieren wird. Weil man kann ja, wie gesagt, schon diese Bienenrüstung, diese vergammelte finden. Dass man bestimmt dann den Nektar zu den Bienen in den Stock bringen kann. Garantiert. Um die dann sozusagen ein bisschen zu bestechen. Mit Nektar. Garantiert. Weil warum sonst gibt's bei den Blumen so viel Nektar zu finden? Ja. Das wird total cool noch, meine lieben Freunde. Was man noch alles machen können wird in dem Spiel. Es wird der Hammer. Es wird der absolute Hammer. Und ich sehe gerade, X-Lutsch hat 99 Bits gecheert. Dankeschön. Und Kasi Audi auch nochmal 100. Aua! Ich hab mir vor Freude die Knochen gebrochen hier. Das gibt's ja gar nicht. Oh, was ist das für ein Loch? War das jetzt Ameisenhöhle? Laufe ich überhaupt richtig? Ich laufe gar nicht richtig. Warte mal, ich muss da lang. So, wir craften jetzt auf jeden Fall noch diese... Ach, dieses Werkzeug. Diesen Minzehammer. Ich bin mal gespannt, was ich mit dem... Also der Minzehammer hat ja schon richtig geile Stats gehabt. Der hat mehr Schaden als der Insektenhammer. Kann schneller geschwungen werden. Und macht auf jeden Fall auch genauso viel Stun-Damage. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden damit K.O. schlage, ist deutlich hoch. Den sollten wir auf jeden Fall benutzen, um gegen den Marienkäfer zu kämpfen, würde ich sagen. Ich wette, das ist die richtige Waffe für den Marienkäfer. Weil dann können wir schnell zuschlagen, den Marienkäfer safe ausnocken. Und dann läuft das. Warte mal, ich muss hier lang. Dann läuft das mit dem Marienkäfer. Mission Marienkäfer, meine lieben Freunde. Mission Marienkäfer läuft. Marienkäfer töten wolltest. Ja genau, das ist immer noch, das ist der langfristige Plan. Wie auch bei anderen Plänen ist es so, je längerfristig man etwas vorbereitet, desto größer sind die Früchte, die man erntet. So. Rein da. Und craften. Jetzt halt. Erstmal hier die Beetles noch rausnehmen. Und die Spinnenseide noch. Hier ist die Spinnenseide. Und hier haben wir die Minze noch. Die habe ich jetzt... Hä? War hier nicht die Minze drin? Oder habe ich die jetzt hier reingetan? Hier ist die Minze. Okay, nee. Ach Gott, ich komme voll durcheinander. Okay, jetzt craften. Der Minzhammer. Wir können ihn machen. Jawohl. Ein Minzhammer. Jetzt will ich den gleich mal rausholen, den Minzhammer. Ich hole jetzt mal meinen Minzhammer raus. Zeige euch jetzt mal meinen Minzhammer, wie lang der ist. Jawohl! You discovered Mint Mallet. Juhu! Schnell mal was trinken. Ich habe einen Minzhammer! Nice. Guckt ihn euch an! Der Minzhammer. Was war denn das? Komisches Geräusch. Und kann ich damit jetzt... so richtig schön austeilen, ja. Damit kann ich jetzt so richtig schön Viecher ausnocken. So ein Marienkäfer als Reittier wäre schon was. Auf jeden.
Das wäre richtig cool. Aber man kann noch keine Tiere zähmen, es geht noch nicht. An der Stelle ist diese Folge Grounded auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Grounded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Grounded. Bis dann, ciao, ciao.